Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei den Blaulicht- und Oldtimer-Freuen Märkisch-Oderland mit Sitz in Eckersdorf. Eckersdorf, dem Doppeldorf in der Nähe von Strausberg. Ja, wir hatten ja schon zu unserem BIC, dem Bildungscomputer Robotron 5105, ein erstes Video gemacht und hatten angedroht, euch ja mit weiteren Informationen zu versorgen. Es geht dabei insbesondere heute mal so ein kleines bisschen um die Software und was kann man mit dem guten Teil, man hört schon im Hintergrund und man sieht es auch schon, was kann man damit eigentlich heutzutage noch machen. Ich meine, heute besteht die Welt nur noch aus Windows, aus Linux, alte Programme wie OS Warp oder irgendwas kennt heute ja keiner mehr so richtig. Ja, beziehungsweise beschäftigt sich auch kaum noch jener, weil es gibt kaum noch Programme oder sonst irgendwas. Ja, gleich erstmal vorab eine kleine Anmerkung. Wir wollen hier mit unserem Computer, ob das da der KC85-3 ist, unser PC 17 15 O von Robotron, der immer noch in der Werkstatt ist. Ja, der hat irgendeinen Fehler. Naja, was lange wert wird, gut, sag ich mal. Ja, und unseren BIC, wir wollen hier absolut keine Konkurrenz gegenüber irgendwelchen Museen, Sammlungen, PC-Sammlungen oder sonst irgendwas machen. Nee, wir bleiben unserer eigentlichen Linie treu, DDR. Sachen zu sammeln hier mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik aus der ehemaligen DDR. Und wie gesagt, die Gelegenheit war günstig gewesen, diese Computer käuflich zu erwerben. Käuflich war eigentlich schon geschenkt. Ja, gut. Und dessen ungeachtet, fangen wir mal an. Wir hatten ja im ersten Teil, hatten wir ja schon erklärt, dass unser Bildungscomputer, der übrigens nicht für irgendwelche bestimmten Personen der grünlichen Farbe ist. Das muss jetzt mal kommen, weil in der DDR wurde ja Bildung groß geschrieben, deswegen gab es diese Personen dort nicht. Entschuldigung, ich klopfe jetzt schnell mal wieder raus. Unser BIC hat keine Festplatte. Ja, Festplatten, die habt in der DDR. Natürlich jetzt nicht hier so wie heute ein Terabyte oder sonst irgendwas hier. Nee, das waren die bewegen sich so in dem Bereich von ein paar MB, ja, waren relativ schwer gewesen und alt um und dran. Und wie gesagt, wir bleiben mal beim BIC. Und dort gabet also nur zwei Speichermedien, ja, wo man vom Prinzip her Programme mit hineinbekommen hat. Das eine, ich hatte das schon mal vorgestellt. Das Ding war eine Kassette, ja, dazu nutzte man hier so einen Datenrekorder. Ja. Wir haben hier unseren LCRC. Ups, jetzt fällt mir da was runter. Also das waren noch nicht meine Knochen oder irgendwelche Gelenkteile. Ich weiß gar nicht, warum Bohrer gewesen. Muss auch mal sein. Ja, das ist eben bei einer Live-Sendung. Wie gesagt, mit handelsüblichen Kassetten. Es gab aber, das haben wir jetzt auch rausgekriegt, so ja, Kassetten, die speziell geeignet waren für die Aufnahme von irgendwelchen Daten. Ja, und der zweite, das hatten wir auch vorgestellt damals, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, diesen Größenvergleich, 8 Zoll und 5 Zoll Disketten. Wir haben hier die 5 Zoll Disketten und man sieht das hier so ein bisschen im Hintergrund, das Diskettenlaufwerk, ja, hier ist nur eins verbaut, aber man konnte hier über, ich sag mal jetzt, ja, ein Erweiterungsmodul, konnte man weitere bis zu zwei Festplatten anschließen. Ja, haben wir nicht, kriegen wir nicht, wollen wir nicht. Der soll ja im Original bleiben. Ja, also mit grünem Monitor, mit dem Diskettenlaufwerk und mit dem Computergrundgerät. Nochmal Computergrundgerät. Wir waren immer der Meinung gewesen, das ist hier der Computer. Nee. Das ist er. Praktisch da, wo die Tastatur drauf ist. Ja, das ist das eigentliche Computergrundgerät. Das konnte auch extern betrieben werden. Das heißt also, man konnte dann abziehen.
Ja, hatte hinten diverse Anschlüsse gehabt, unter anderem auch für einen Fernseher. Ja, also Monitor oder Fernseher. Verschiedene Erweiterungen konnte man da anschließen. Man brauchte dann allerdings ein externes Netzteil noch dazu, weil die Spannung abgegeben hat von 12 und 5 Volt. Ja, Gleichstrom natürlich. Das konnte man dann eigentlich so betreiben. Ungefähr vergleichbar mit dem Commodore C64 oder C128 vom BBKF, also vom bitterbösen Klassenfeind, nee, Commodore, VEB, Commodore, Robotron. Ja, wir wollen jetzt nicht rumblödeln. Wie gesagt, bloß mal so als Vergleich, ja, konnte man also auch so benutzen. Ja, wie gesagt, wir sind in einer glücklichen Lage. Alle drei Komponenten, eigentlich so ja vier, wir haben hier oben noch unseren Drucker und zwar einen Robotron K6313. Stellen wir vielleicht mal ja dann Ono vor, wenn ihr Lust und Interesse habt. Und jetzt machen wir erstmal Programme. So, dann müssen wir uns was einfallen lassen, weil ich sehe nämlich gerade das Bild. Ja, da ist es. Ist sehr schlecht zu sehen. Ich würde vorschlagen, aber da auch nicht immer mein Face hier so seht. Mein Gesicht besser gesagt. Ja, wir stellen mal die Kamera auf. So, ich hoffe, dass man das jetzt ein bisschen besser sehen kann. Das Bild. Ja, lasst euch nicht beeindrucken. Sollte es flimmern, ist das ganz einfach damit bedingt. Der Monitor hat eine sogenannte Zeilenfrequenz und die Kamera hat natürlich eine Aufzeichnungsfrequenz. Und wenn das beides nicht so ganz übereinstimmt, dann hat man natürlich dieses leichte Flimmern. Kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn man alte Indianerfilme sieht, sieht eine Postkutsche. Ja, und das wird praktisch aufgenommen, hat man den Anschein, dass sich diese Speichenräder, ja, irgendwie rückwärts drehen, obwohl sie sich natürlich ganz normal bewegen. Gut, machen wir weiter, weg von den Indianern, hin hier zum Robotron. Wir haben hier R-Basic. Hatten wir im ersten Teil schon kurz erklärt. R-Basic, Robotron, Basic. So sieht das vom Prinzip her aus. Das Schöne und Gute im Gegensatz zum A1715, hier braucht man, wenn man dieses R-Basic hat, keine Bootdiskette oder Systemdiskette. Wenn man allerdings in das andere System reinkommen will, in dieses SCPX, dann benötigt man hier eine Systemdiskette. So, nun ist immer die große Frage, wo habt ihr denn das her? Ja, Mensch, das ist doch über Jahre her und so weiter. Ja, die Programme selber kann man sich im Internet runterladen. Ja, zum Beispiel auf der Seite von Ulrich Zander oder von robotron.de kann man sich diese Programme runterladen. So, nun ist natürlich das Problem, wie kriege ich die jetzt auf meine 5 Zoll Diskette rauf? Dazu braucht man einen PC, 486er oder so in der Richtung, auf dem noch DOS läuft. Ja, dann braucht man ein spezielles Programm, sogenannten Assembler, der das vom Prinzip her dann umsetzen kann, die gesamte Sache, und kann sich das denn hier rauf machen. Haben wir alles nicht. Wer hat heute noch einen 486er PC? Dazu braucht man natürlich auch noch ein Laufwerk dazu. Aber wir haben gute Freunde und Bekannte, so unter anderem den Andreas und den Sven vom Robotron Forum, die uns hier voll unterstützt haben und haben uns einige Programme, unter anderem diese Systemdiskette, hier praktisch auf Diskette gezogen. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür. So, jetzt nehmen wir einfach mal diese Systemdiskette hier in unseren BIC einführen. Ja, wichtig immer, Verriegeln des Laufwerkes. Man kann übrigens, also wer jetzt wirklich Interesse daran hat, gerade so die jüngeren Zuschauer, man kann auch Freunde machen, wenn der praktisch ausgeschaltet ist, der BIC, kann man die Diskette in das Diskettenlaufwerk reinmachen. Immer darauf achten, dass das verriegelt wird. Das heißt also, da ist so ein kleiner Hebel, der muss rum, der muss verriegelt werden und kann dann einschalten und startet sofort mit diesem anderen Betriebssystem. Wir machen das ganz einfach. Wir haben hier an der Seite vom Computergrundgerät eine Taste, einen sogenannten Reset-Taste, und starten jetzt mal das System neu. So, diese Brack, Brack, das ist das Diskettenlaufwerk, was zu hören ist.
Und wir sehen schon, wir haben jetzt Robotron A5105, die SCP-Version 02.00. A ist das Laufwerk, Systemdiskette zeigt er uns an, Start ist ein bestimmter Befehl. Ja, und er zeigt uns jetzt hier an, dass er die Schnittstellen abgefragt hat. Ja, und zeigt uns dann anschließend an, was auf dieser Diskette alles drauf ist. Hatten wir im ersten Teil schon mal so kurz erklärt. Hier haben wir schon den nächsten Befehl. Dir. Dir. Dieser Befehl zeigt uns an, was ich schon sagte, den Inhalt der Diskette. Dir für Directory. Zu beachten, das ist nur hier bei diesem SCP. Ja. Praktisch bei diesem Betriebssystem ist dieser Befehl. In dem anderen, im RBASIC, da haben wir dann den Befehl Files. Kommen wir aber noch dazu, ja, warum, wieso, weshalb. So, wir haben jetzt hier verschiedene Dateien. Wichtig für uns ist eigentlich zu wissen, so haben wir uns das jetzt angenommen und wir haben da auch Handbücher studiert und so weiter und so fort. Programme wie zum Beispiel hier Drud Bus, ja, diese Programme starten unter RBASIC. Programme wie zum Beispiel dump.com, ja, die kann ich hier in diesem Programm vom Prinzip her starten. So, jetzt kommen wir zum nächsten Befehl, der eigentlich auch relativ wichtig ist, um überhaupt zu wissen, was ist hier Phase. Jetzt nehmen wir einfach mal ein Help für Hilfe. Und er zeigt uns jetzt alle Befehle an, die wir vom Prinzip her mit unserem Big ausführen können. Dir, Error, Type, Save, Run, User, Ext, Res, Swap und Help sowie Go, Go, ja, Go. Wichtig für uns, wie gesagt, die Befehle Dir, Go und Save. Save ist klar, Speicher. So, jetzt haben wir wieder unseren Einschaltprompt. Wir sind wieder auf Laufwerk A, können also hier wieder eingeben DIR und kommen dort dann vom Prinzip her wieder auf den Inhalt unserer Diskette. So, jetzt wollen wir jetzt einfach mal, es gibt hier ein schönes Programm, das haben wir so durch Zufall, also wir haben uns hier total mal durchgeforstet durch die ganze Sache, ja, SD-Copy ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Damit kann man mit Hilfe von einem Laufwerk, und wir haben ja nur ein Laufwerk hier, Disketten kopieren. Ganz große Kino, ja. So, wie gesagt, hier A und der Prompt, und ich gebe einfach mal ein SD-Copy, den Punkt nicht vergessen, ja, und dann COM, ja, und er lädt, dauert ein bisschen. So, Kopierprogramm für nur ein Diskettenlaufwerk. VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck Mühlhausen Version 1.1. So, wenn man jetzt keine große Ahnung hat, was irgendwie passieren soll, wir geben jetzt einfach mal ein D ein, drücken die Enter-Taste und haben eine fehlerhafte Eingabe. Aber er zeigt uns hier an, Befehlssatz mit Fragezeichen. Na, dann machen wir das doch mal, ne? So, wer hat mein Fragezeichen geklaut? Da ist es. Wir geben jetzt einfach mal ein Fragezeichen ein und er zeigt uns jetzt alles an, was vom Prinzip her dort gemacht werden kann. Dir ist klar, hatten wir. User und X-User, das ist. Wir hatten ja im ersten Teil erklärt, das Ding hier ist auch netzwerkfähig. Allerdings nicht so ein modernes Netzwerk, sondern ist eigentlich relativ einfach. Über ein 75 Ohm Antennenkabel, sage ich immer. Ja, konnten bis zu 10 Big 5105 Computer zusammengeschaltet werden. Und jeder einzelne Arbeitsplatz, da konnte man hinten über kleine Tippschalter einstellen, hat eine Nummer gekriegt, das ist klar, eine Adresse, ja, so, also angefangen von 1 bis 0, also sprich 10, hat jeder Arbeitsplatz seine
Plätze zugewiesen bekommen. Und das kann man hier vom Prinzip her auch nochmal dann einstellen. Sort ist klar und so weiter und so fort. Was uns jetzt mal wirklich interessiert, das ist Copy. Jetzt gehen wir einfach mal ein. Copy. So, und kommen schon in das nächste Menü. Geben Sie die Nummern für die Dateien Ihrer Wahl ein. Jetzt suche ich mir die Programme raus, die ich kopieren will. Ja, wir nehmen da einfach mal eine andere Diskette. Wir haben hier noch eine. Ist ja nicht wie bei armen Leuten. Ja, so, und wollen jetzt einfach mal das Programm. Oh, was nehmen wir denn da? Das ist auch noch eine wichtige Datei. Alles, was hinten mit TXT ist. Allerdings ist das nicht mehr so wie heute. Ich rufe die einfach auf und habe dann praktisch im Hintergrund Word oder Office oder sonst irgendwas geladen. Und der zeige ich mir dann an. Ich brauche dazu auch wieder ein spezielles Programm. Kommen wir aber noch dazu. Ja, was nehmen wir jetzt? EPR.com auf die 14. So, gehen wir die 14 ein. Zack. So. Bin ich zufrieden? Jo, ich bin zufrieden. Ja. So. Nee, ich bin nämlich nicht zufrieden. War jetzt ein Fehler von mir. Sind Sie zufrieden mit der Auswahl? Ja, nein, ja, jetzt bin ich zufrieden. So. EPR.com, Enter, zack. Geben Sie das Ziellaufwerk ein. A. Wir haben ja bloß eins. Ja. So, dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil er muss das ja erst alles lesen. So, legen Sie die Zieldiskette ein. Das heißt also unsere andere Diskette. Die kommt jetzt in das Laufwerk rein. So, zacki, zu. Und drücken Sie eine Taste. Einfach, wir drücken da immer Enter. Jetzt wird praktisch aus dem Arbeitsspeicher, wo das Programm abgelegt wurde, ja, aus dem Arbeitsspeicher das Programm zurückgelesen, wieder auf Diskette. Fertig, sagt er. Drücken Sie eine Taste. Na, dann drücken wir doch mal eine Taste. So, und jetzt gucken wir mal, was jetzt auf unserer anderen Diskette drauf ist. Und man sieht, das ist schon die andere Diskette. Und da ist unser Programm epr.com. Also auf der anderen Diskette drauf. Ja, großes Kino haben wir selber rausgekriegt. Ganz dolle Ding. Ja. So, jetzt hatten wir also, wie gesagt, ein Kopierprogramm uns mal kurz angesehen. Ja, wir wollen das hier nicht allzu doll ausufern lassen. Ja, bis zum geht nicht mehr. Ein anderes interessantes Programm ist zum Beispiel InstBig. So, jetzt gehen wir einfach mal ein. Ups. Inst. Big. Punkt. Com. Und haben hier die Systemparameter für unseren Big. Ja, können uns das alle mal ansehen. Ich weiß, in Windows und wie das alles heißt, ist das alles viel einfacher. Ja, hier ist es natürlich, wenn man das eh mal gemacht hat, ist das auch relativ einfach. Wir lassen uns mal die Parameter anzeigen. Ja, wir haben hier praktisch die Anzeige für unseren Bildschirm. Wir haben Screen 9 als Monitor. Ja, Farbe ist natürlich klar. Also wir könnten hier 6 Farben darstellen. Cursor, Systemzeile, Zeichensatz und die Funktionstasten. Funktionstasten haben wir PF1 bis PF5 und diese sind nochmal unterlegt, sodass wir insgesamt 10 Funktionstasten hier haben. Funktionstasten, ganz einfach, so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie die Windows-Taste, wenn man die betätigt, öffnet sich auch ein neues Bild. Beziehungsweise man kann irgendein Programm aufrufen mit einer bestimmten Tastenkombination, wie zum Beispiel die Rentner-Tasten, String, Alt, Entfernen. Ja, muss jetzt mal kommen, der Witz. Ja, und so ungefähr ist das hier ebenfalls
Ja, man kann diese Funktionstasten auch individuell dann belegen. So, wir drücken Enter als Bestätigung und kommen in den nächsten Bildschirm. Ja, wir haben hier die Belegung für den Buchstaben SZ. Ja, das ist harte S, wenn man so will, haben wir früher gesagt. Man kann diese Klicken, was man hier immer hört von der Tastatur, da kann man ein- oder ausschalten. Ja, Drucker ist jetzt keiner dran. Wir haben oder könnten jetzt hier eine Baudrate haben von 9600, was das im Einzelnen ist. Ach, Plotter ist klar, haben wir nicht. Wir haben nur den Drucker, den K6313. Druckertyp steht hier 0. Dann kann man bestimmte Funktionen für eine Diskette praktisch einstellen. Ja, die Formaterkennung, Kontrolllesen, Fehlermeldung. Wir haben das alles auf eingelassen und gehen jetzt weiter. Ja, man kann dann diese Parameter auch ändern, ja, indem man dann hier vom Prinzip her hoch oder runter, heute sagt man scrollt, ja, vom Prinzip her dann einstellen, ja, verschiedene Sachen, ja, wenn man Enter drückt, kommt neues, Formaterkennung und so weiter und so fort, ja, wie gesagt, mit Escape. Ja, geht es einfach wieder zurück in die nächste in das, oder in das vorhergehende Fenster. Ja, wie gesagt, dann kann man hier verschiedene Sachen einstellen, wie die Funktionstasten und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Programm ins Big. Ja, ganz große Kino. Drucker, warum der jetzt nicht angezeigt wird, ich sehe gerade, wir haben vergessen einzuschalten. Ansonsten wurde der erkannt. Ja, in unserem Fall wäre dann die Nummer 7 Epson-kompatibel und zwar der Robotron K6313. Ja, das war mal so kurz zu diesem Programm. Ja, eigentlich auch eine schöne Sache, kann man sich damit beschäftigen. So, wir haben unseren Big nochmal neu gestartet, damit wir mal in das R-Basic reinkommen. Das heißt, wir haben zwar eine Diskette drin, aber auf dieser Diskette fehlen zwei entscheidende Dateien. Einmal die AutoExeBud und dann noch das spezielle Programm SCPC. Das ist diese Null-Datei, hatte ich euch im ersten Teil schon mal erklärt. Diese beiden Braucher, um in den anderen Betriebssystemen zu kommen. Und wir sind jetzt hier, wie gesagt, im R-Basic. Wir hatten ja in dem anderen Betriebssystem gelernt, wenn wir uns den Inhalt der Diskette anklicken wollen, müssen wir DIR eingeben für Directory und hier geben wir ein Files. Ich weiß nicht, ob man das richtig so ausspricht. Files, Files. Ja, so, dann natürlich, ups, die Enter-Taste gedrückt und wir sehen hier wieder den Inhalt der Diskette. So, jetzt könnten wir natürlich hier verschiedene Sachen einfach mal zeigen. Ja, natürlich, sag ich mal, ohne Ende. Ja, was nehmen wir da als bestes mal? Big Info. So, der Witz. Wir hatten ja in dem anderen Betriebssystem A und den Prompt und haben dann einfach den Dateinamen vollständig eingegeben. Hier ist das etwas anderes. Hier müssen wir eingeben Load für Laden, Anführungsstriche oben. Hier unten ist so eine kleine Hilfe in dieser Zeile. Ja, Screen, Bildschirm, Auto, Load. Da sieht man auch die Anführungsstriche, List, Run. So, Load, Anführungsstriche oben. Und jetzt gehen wir einfach mal. Ja, was gehen wir da ein? Demo 1. Demo 1. BAS. Anführungsstriche oben. So, wollen wir mal sehen. Nicht das abbricht mit einer Fehlermeldung. So, jetzt kommt OK. Ja, wunderschöne Sache. Jetzt will ich ja das Programm irgendwie starten, da das nicht selbststartend ist, muss ich hier also eingeben Run für raus. So, und schon haben wir eine Fehlermeldung. File not found in 130. Boah, Mist. Aber
da kann man irgendwie lösen, und zwar indem man eingibt List und sieht dann hier blitzschnell durch, ja, vom Prinzip her den Inhalt des Programms. Ja, also praktisch so wird das auch geschrieben. Ja, und wir sehen jetzt in Zeile 130, die ist hier, das macht er alles. Dann kommt ein Befehl, BLOAD, B, das ist der Befehl, lade mir von Diskette, und zwar die Datei Sprache. Die haben wir jetzt natürlich nicht drauf. Ja, ist immer das Tolle, nee, da freut man sich, dass man irgendwas macht und dann funktioniert das nicht. So, wir müssen das System nochmal neu starten. Wir hätten jetzt natürlich auch einfach weitermachen können, aber damit ihr auch mal den Ablauf seht, wie das funktioniert. So, jetzt gehen wir wieder ein. Files. Zacki. Na, will nicht. So, und haben jetzt hier noch andere Sachen drauf. Jetzt gehen wir einfach mal ein. Big. Wo ist er? Big Info. Load. Wieder einnehmen. Anführungsstriche oben. Big Info und wieder Anführungsstriche oben. So. Gehen wir jetzt einfach wieder ein. Run. Und haben die Systemdiskette zum Bildungscomputer. Was nicht ganz richtig ist, weil wir haben uns hier nämlich eine Kopie gezogen. Nachdem wir uns mal zwei Disketten versaut hatten, haben wir die Disketten, die wir im Original haben, und die haben wir sogar noch im Original hier. Müsste ich jetzt mal schnell suchen. Ja, unter anderem zum Beispiel ESP, Einführung in die sozialistische Produktion, haben wir als Original-Diskette. Und zwar hier. So sieht das jude Ding aus. Natürlich, ich fahre mal ein Stück so ran, ja, natürlich auf Disketten vom BBKF, also von BASF. Nee, BBKF ist ja bitterböse Klassenfeind und BASF ist auch klar. Ja, die DDR selber hat nach unseren Erkenntnissen keine Disketten hergestellt. Ja, wenn wir Disketten hatten, entweder, wie gesagt, aus dem nicht-sozialistischen Währungsgebiet, abgekürzt NSW, oder wir haben etwas minderwertige Disketten bekommen aus Bulgarien, glaube ich, war das hier gewesen. Dessen ungeachtet, machen wir weiter hier mit Enter. Ja, und haben hier nochmal so Systemdisketten und so weiter, was das Einzelne alles zu bedeuten hat. Hier haben wir auch die Datei, AutoExe Bus, ne, Selbststartprogramm und so weiter, Big Info und so weiter und so fort. Ja, so. Haben dann hier nochmal eine Beschreibung von verschiedenen Programmen, die da drauf sind und so weiter und so fort. Ja, so, da hatten wir auch nochmal den Hinweis gehabt mit dieser bestimmten 0-Byte-Diskette. Ja, und jetzt kann man sich das ohne auf den Drucker ausheben lassen. Würde funktionieren, anstandslos, haben wir schon ausprobiert. Ja, machen wir vielleicht noch einen dritten Teil dazu. Ja. So, dann müssen wir mal weitermachen. Wir wollen jetzt mal gucken, nachdem wir schon einige Programme hier mal uns so angeguckt hatten, Files. Ja, wir haben jetzt hier noch ein interessantes Programm, wer sich mal damit beschäftigen möchte. Das nennt sich Big Demo. Ach so, eins wichtig habe ich noch vergessen zu erläutern. Wir haben hier ein paar, zum Beispiel Big Info oder Big Demo. Da steht keine Dateiendung hinter. Da keine Dateiendung hinter steht, müssen wir hier natürlich hinter dem Befehl Load auch keine einnehmen. Reicht also, wenn wir den Dateinamen richtig geschrieben haben, haben die Anführungsstriche nicht vergessen, haben Load richtig geschrieben, müsste das eigentlich funktionieren. So, dauert einen kleinen Augenblick, weil das ist eine sehr umfangreiche Datei. Ja, da haben wir jetzt OK und geben ein Run für komm raus. So, dauert ein bisschen. Robotron, ich glaube im ersten Teil hatten wir schon mal ganz kurz drin gehabt. Robotron stellt vor. Eigentlich war das gewesen, ja, wie so eine Anleitung, ja, für den Robotron.
damit man nicht alle Handbücher studieren muss, sondern auch gleich mal am Objekt üben kann. Wir sehen hier CGG, das ist das Computergrundgerät. Wir sehen hier die technischen Daten, den Prozessor UA880D ist da drin, Videocontroller und so weiter und so fort. Flachtastatur mit 8-Bit. Das Computergrundgerät, wie gesagt, das ist hier, wo diese Tastatur ist, die Seitenansicht. Ja, da haben wir einmal diese Reset-Taste, was ich vorhin sagte. Dann haben wir hier die Steuerhebel 1 und den Steuerhebel Nummer 2 für die sogenannten Joysticks. Und dann haben wir noch den dritten Anschluss für ein Kassettenmagnetbandgerät, auch genannt einfach Recorder, also unser LCR. Die Rückansicht haben wir die Ein- und Ausgabeanschlüsse. Dann haben wir den Audio-Video-Anschluss. Dann haben wir im Weiteren die Spannungsversorgung. Und wir haben als letztes die Bus-Schnittstelle als Slot 1. Wie gesagt, das können wir jetzt nicht sehen, weil wir haben das ja an der Disketteneinheit, hier sieht man das DSE, angeschlossen. Ja, für uns wäre es nur interessant, wenn wir jetzt nur das Computergrundgerät betreiben würden. So, die Diskettenspeichereinheit ist also der Floppy Disk Controller und so weiter und so fort. Wir sehen hier die Speichereinheit mal von hinten, was für uns relativ schwierig ist, weil wir müssen die gesamte Datei dann drehen. Ja, wir haben einen V24-Anschluss. Ja, dann zusätzlich nochmal für den Printer. Also das erste war für den Plotter, das ist für den Printer. Dann haben wir einen Audio-Video-Anschluss oder auch genannt AV, hat natürlich nichts mit SCART oder irgendwas zu tun. Dann ein Monitoranschluss, da ist jetzt hier unser Grünmonitor dran. Dann Power-Strom, ja, Anschluss, das geht also auch darüber. Dann haben wir, was ich auch schon sagte, Anschluss für maximal zwei weitere Diskettenlaufwerke. Eine Eingabe-Ausgabe-Erweiterung haben wir dran. Zwei Stück sogar. Und wir haben dann noch diese Buserweiterung als Slot 1. Und natürlich den Schalter für das lokale Netzwerk mit den Teilnehmernummern, was ich ja schon sagte. Ja, das ist also einfach eine 75 Ohm Buchse, die hinten an der Rückseite ist. Netzkabelanschluss ist klar. Dann haben wir noch die Netzsicherung, die dazugehören. Und als letztes dann die Netztaste. Ja, warum man die nicht nach vorne verlegt hat, bleibt mir ein Rätsel. Platz wäre hier noch dort. Ja, der Bildungscomputer und so weiter ist neuer für Personalcomputer, ja, eben für Unterrichtsfächer. Das heißt schon, das sagt das eigentlich schon, das Ding ist hier nicht so zum Spielen geeignet. Ja, also irgendwelche wahnsinnigen Ballerspiele kann man hier drauf nicht machen. Wir haben ein paar Spiele da, ja, Hanoi und so, aber naja, so. Ich sag mal jetzt, so richtig prickelnd ist er nicht, aber ist eine schöne Freizeitunterhaltung. Hier sehen wir die verschiedenen Textmodus, ja, die wir vom Prinzip hier haben. Einmal 40, einmal 80 Spalten, ja, wie sie dargestellt werden können. Den Zeichensatz des Bildungscomputers, ja, in 2-Bit-Grafikzeichen, alphanumerische Zeichen, Grafikzeichen und so weiter und so fort. Ja, jetzt lädt er erstmal wieder was nach von Diskette. Ja, wir sehen hier vom Prinzip her dann einen erneuten anderen Zeichensatz, ja, und zwar den Zeichensatz des KC87. Ja. So, dann den Zeichensatz des eigentlichen Bildungscomputers und die Möglichkeiten der grafischen Darstellung. Hier ein Säulendiagramm in 3D-Darstellung. Ich muss immer sagen, das ist jetzt hier nur auf dem grünen Monitor. Man kann ja hier über diese AV-Buchse auch ein Fernsehgerät anschließen und dort hat man dies dann in bis zu 16 Farben. Ja, wenn das so eingestellt ist in verschiedenen Darstellungen. Also, wir bleiben hier bei unserem grünen Monitor. Ja. Und sehen, er ist relativ schnell,
Ja, mit seiner 3,75 MHz Arbeitsgeschwindigkeit, das ist natürlich kein Vergleich zu heute, ja, mit 4-Kern-, 6-Kern-Prozessor und so weiter und so fort. Aber trotzdem, er macht das doch schon relativ schnell und flott. So, was passiert jetzt? Jetzt passiert erstmal hier ja nichts. Jetzt überlegt er wahrscheinlich, was der Paul da so rumquatscht. So, wir haben den Multicolor-Modus, ja, mit verschiedenen Bildpunkten. 320 mal 200 Bildpunkte können dargestellt werden. Ja, ich hoffe, das sieht man so halbwegs. Ja, das sind jetzt so, wie gesagt, Beispiele hier an diesem Gerät. Wir haben dann den anderen Grafikmodus mit 320 mal 200 Bildpunkte. Ja, Farbauswahl macht sich natürlich gut auf den grünen Monitor, aber wie gesagt, wir wollen es nicht anders haben und wir haben es auch zurzeit nicht anders. Ja, und das Ganze, wie gesagt, wer sich damit intensiver beschäftigt, es gibt Adapterkabel, es gibt das Robotron-Forum, wo man Hilfe bekommen kann, wie man dort ein Fernsehgerät anschließen kann oder sonst irgendetwas anderes. Ja, wie gesagt, wir sind ganz zufrieden, dass wir überhaupt was haben, was wir hier mal vorführen können. Gerade für Jüngere mag es interessant sein, mag es vielleicht schon langweilig sein. Ältere sagen, oh, na, das ist mir alles kompliziert oder oh, ich werde an alte Zeiten erinnert. Je nachdem, wie ihr sagt, wir haben hier auch keine spezielle Zielgruppe. Aber wir sehen, es bewegt sich was. Ja, Grafik auf unserem Big. Ja, und wird auch relativ schnell und flott. Gut, nun sind das nur einfache Elemente, aber trotzdem. So, jetzt haben wir einen anderen Grafikmodus und zwar 640 mal 200 Bildpunkte, ausgesucht aus zwei Farbpaletten. Ja, muss ich mal wieder sagen, mit einem grünen Monitor gibt es nur grün und ja. Grün und grün, ne? So. Ja, den Multicolor-Modus und so weiter und so fort. Wunderschöne Sache. Ich würde sagen, wir brechen erstmal hier ab an dieser Stelle. Wie gesagt, da kommen noch verschiedene andere Sachen, Druckertest und so weiter und so fort. Eigentlich eine schöne Sache. So, da sehen wir noch mal ein bisschen Grafik hier. Dresden soll das darstellen. Ja, wunderschön. Grafikmodus. Ja, Dresden bei grün. Andere sagen Dresden bei Nacht oder Dresden am Tag. Wir sagen Dresden in Grün. Hier ein Zwinger. Werden eigentlich auch noch kennen. Ja, soll ja immer noch stehen. Und damit man mal so die Grafikfähigkeiten vom Big kennenlernt. So, nun ist natürlich immer die Frage. Ja, was kann ich denn nur noch mit dem Ding machen, außer irgendwelche sinnlosen Programme oder mehr oder weniger sinnlosen Programme hier irgendwie zu laden. Wir haben mal Folgendes gemacht. Wir haben hier eine Datei Music 2 Bass. Wollen wir mal laden. Mal gucken, was da drauf ist. Rad. Musik 2. Bass. Anführungsstriche oben. Gehen wir vorher. Das machen wir folgendes. Jetzt gehen wir einfach mal ein. Run. So, das ist ein ganz einfaches Programm. Ich weiß gar nicht, wo wir uns das mal hergeholt haben. Irgendwo in einem Forum war das mal drin gewesen. Haben wir einfach uns ausgedruckt und einfach mal abgeschrieben. Abgeschrieben. Ja. Abgeschrieben deswegen, weil wir kriegen mit unserer Technik das natürlich nicht auf Diskette. Das Problem hatte ich ja schon vor einigen Minuten, Stunden kurz erläutert. Ja, da mussten wir wirklich schreiben. Ja, und wie sieht jetzt dieses Programm aus? Nun hatten wir ja schon den Befehl List. Hatte ich mit listig zu tun oder so? Nee, sondern einfach mit Listing. Ja. Und haben hier das Programm. Das ist eigentlich ein relativ einfaches Programm. Ja, das besteht aus drei Programmzeilen. 10 Befehl BAP, ja, also mach mir Musik. 20 Play, das ist, glaube
glaube ich, die Tonhöhe. Also wir sind keine Musiker oder programmieren. Ja, machen wir nicht. Wir sagen, wir haben uns da bloß abgeschrieben. 30, dann spielst du mir C und so weiter und so fort. Das sind die einzelnen Noten. Ja, so. So sieht eigentlich das Programm aus. Ja, und wenn wir jetzt wieder eingehen. One. Spielt er uns halt. Jo, wunderschöne Sache. Wunderschöne Sache. Ja, wie gesagt, es würde jetzt noch viel mehr zu sagen. Wechsel mal einfach, um euch auch mal zu zeigen, dass es auch Spiele gibt. Wie gesagt, also wenn jetzt einer aufschreit und da ist ja, was ist Ecke hier, meine Lieblingsspiele, die funktionieren ja da nicht. Nee, ihr dürft immer eins nicht vergessen, gerade die Jüngeren, muss ich das sagen, das war eine ganz andere Zeit, wo man das hier vom Prinzip her entwickelt hat. Und ich muss immer dazu sagen, das ist ein Bildungscomputer und kein Spielecomputer gewesen. Also nicht zu vergleichen jetzt mit Atari oder Commodore Rechner, ja, sondern wie gesagt, der war eigentlich für die Ausbildung gedacht. So, jetzt gehen wir einfach wieder ein. Files, nachdem wir die Diskette gewechselt haben und haben dort verschiedene Spiele. Ich muss dazu ganz ehrlich sagen, einige, ja, da hat dann immer irgendwo was gefehlt. Ich glaube hier bei Pasch oder so, da hat dann die Datei KC87RZG gefehlt. Aber mit diesem Dateikopierprogramm, was ich euch ja bereits schon vorgestellt hatte, kann man sich da denn auf diese Spielediskette einfach rüber kopieren. So, jetzt gehen wir einfach mal ein. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist nochmal so der Vorführeffekt. Ja, jetzt gehen wir einfach mal ein. Pasch. Pasch. Ja. Punkt. B. A. S. Anführungsstriche oben. Zacki. So, und machen jetzt einfach mal Run. So, oh. Es funktioniert. Also, Pasch ist ein Würfelspiel, ist ganz klar. Ja, kann man natürlich auch ganz normal mit drei, oder nee, ich glaube mit fünf Würfeln kann man das spielen. Ja, so, da. Spieleranzahl, nehmen wir ein, ja, zacki. So, sieht das denn vom Prinzip her aus. Ja, hier haben wir die Würfel, ja, fünf Stück. Wie gesagt, dann, ja, vielleicht schreibt halt mal unten, ich habe Pasch mal vor Jahrzehnten gespielt. Ich weiß bloß noch ein Paar, zwei Paare, drei gleiche, vier gleiche und so weiter und so fort. Ja, und dann kann man hier vom Prinzip her würfeln. Aber wie gesagt, das würde jetzt irgendwie zu weit führen. Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Disketten. Wenn wir die Disketten uns mal hier so ansehen, ist hier an der Seite so eine Kerbe. Ich fahre mal ein Stück heran. So, jo, da sieht man diese Kerbe. Das ist eine sogenannte Schreibkerbe. Das heißt, wenn die so aussieht, kann man die Diskette auch beschreiben. Nun ist das nicht immer erwünscht, ja, die Diskette zu beschreiben, gerade wenn man darauf Programme hat, die man gerne behalten möchte und nicht aus Versehen mit dem Befehl, ja, formatiere mir mal die Diskette oder speichere mir da jetzt mal irgendwas drauf oder man überschreibt irgendwelche Daten. Und demzufolge gibt es auch einen Schreibschutz. Und der sieht dann so aus. Das ist diese blinkende Teilchen hier. Ja, aber das andere hatte der gute Andreas nicht, aber sieht toppi aus und ganz schick hier, ja, mit Lasergravur. Da wird einfach drüber geklebt und schon, wenn man irgendwas auf die Diskette schreiben will, dann sagt er, nö, geht nicht, machen wir nicht. Entweder man entfernt das, dann kann man wieder drauf schreiben, oder man lässt das so und muss sich eine andere Diskette suchen. So, wenn wir schon mal die Diskette hier, das ist übrigens unsere Sicherheitskopie, die uns der Andreas gefertigt hat, war auch so ein Ding gewesen, weil die Originaldiskette, die ich euch vorhin gezeigt habe, ja, die hatte irgendeinen Fehler,
konnte nicht mehr gelesen werden so richtig, weil die Magnetschicht hier, diese, sieht man jetzt ein bisschen schlecht hier, ja, die Magnetschicht, die war schon im Laufe der Jahre ein bisschen angekratzt gewesen und dann hat er mit einem sehr aufwendigen Verfahren die alte Originaldiskette geöffnet, hat eine neue Magnetschicht drin gemacht, vorher die Daten versucht zu sichern, soweit wie es ging, und hat dann die Daten praktisch wieder auf die Originale geschrieben. So, und damit wir uns die Originale nicht versauen, haben wir also hier ESP eine Sicherheitsdiskette, die wir jetzt einfach mal hier drin packen. So, Hebel rum und nehmen, wie wir das schon gezeigt hatten, hier wieder Files ein. So, und sehen erstmal nichts. So, jetzt kommen wir zu unserem anderen Programm ESP. ESP nochmal ganz kurz, Einführung in die sozialistische Produktion. Ich glaube, das Unterrichtsfach gibt es heute nicht mehr. Und zwar der Grundkurs Informatik. Ja, ESP hat relativ Spaß gemacht, wenn man dafür Interesse hatte. Man hat viele technische Sachen gelernt, je nachdem natürlich, wie der ESP-Unterricht auch gestaltet gewesen ist. So, wir sehen hier, also wie gesagt, das ist von der pädagogischen Wissenschaft, von der Akademie der pädagogischen Wissenschaften, ja, ist aus dem Jahr 1989, um korrekt zu sein, vom 30. Januar, Einführung in die sozialistische Produktion, Klasse 9 und 10. So, dann haben wir hier verschiedene Menüpunkte. Wenn das hier so ein bisschen revers ist, das ist vom Prinzip her der Buchstabe, den wir dann hier auf der Tastatur bzw. auf dem Computer Grundgerät CGG abgekürzt praktisch eingeben müssen. Ja, Information, Dokumentation, Programmaufruf und so weiter und so fort. Wir machen einfach mal den Programmaufruf. So, und haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, was der uns anbietet. Wir nehmen mal einfach eben Programm raus. Also die Programme hier, die funktionieren bei uns nicht, weil wir haben hinten ja an der Ein- und Ausgabeeinheit kein Messinstrument dran, beziehungsweise irgendein Modul oder sonst den anderen. Ja, wir nehmen einfach mal Ampel und sehen uns mal an, wie man damals versucht hat, praktisch relativ spielerisch, ja, beizubringen, Systemabläufe den Auszubildenden beizubringen. Ja, Ampel passt, so, zacki. So, dauert natürlich ein bisschen. So, wir haben hier wieder ein Menü, ja. Offene Steuerung, geschlossene Steuerung und so weiter und so fort. Wir nehmen einfach mal die 2. Wir haben hier eine Straßenkreuzung, das sind die Ampeln, ja, das sind die Kraftfahrzeuge, die diese Kreuzung praktisch passieren. Wir haben hier grün, hier schaltet jetzt die Ampel um, hier haben wir rot, das heißt der Verkehr ist hier gesperrt, ja, hier schaltet die Ampel jetzt auch um auf rot, dann müsste der anhalten und die können wieder fahren. Ja, nun kann man das Ganze auch noch ein bisschen verändern. Ja, ersparen wir uns jetzt. Ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ja, das war's dann. So, nur hoffen wir bloß, dass wir euch nicht allzu doll gelangweilt haben. Ja, wir könnten noch viel, viel mehr zu unserem Big erzählen. Würde aber hier irgendwie den Rahmen sprengen, also machen wir lieber noch ein Teil 3. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen, weil ich habe schon wieder, wir haben ja schon wieder neue Felgen. Wir haben ja eine Schwalbe gekriegt, ein Moped, ein KR51-1, wunderschön im Originalzustand. Ja, so sieht da allerdings so aus. Dummerweise hat da einer versucht, mit hellblauer Farbe rumzupinseln auf dem eigentlichen Originallack, aber der Originallack, der ist leider nicht mehr rettungs- oder nicht mehr rettbar. Schade. Ja, und da sind wir jetzt dabei, das Ding auch noch aufzubauen. Ja, also ihr seht, viel Arbeit. Ja, und dann haben wir ja hier in der Sammlung, ich sitze ja hier wieder in der Sammlung, haben wir ja auch wunderschön wieder gekriegt, verschiedene Sachen, Münzfernsprecher aus der DDR, aus der ehemaligen DDR.
Ja, Feldtelefone, Ortsvermittlungsanlagen und. Also hinter mir hier der Raum, ah, der ist wirklich richtig voll. Ja, kriege morgen Besuch und da weiß ich nicht, wie ich das vorführen soll. Ja, dann haben wir hier drin auch noch ein paar Umbauarbeiten. Wir haben jetzt hier gerade für die Wintermonate eine, naja, ich sag mal so eine China-Dieselheizung uns besorgt, haben die auch installiert und alle, die lief auch super, 1,5 Monate. Urplötzlich fängt es an zu tropfen, die ganze Hütte hier stinkt so ein bisschen nach Diesel, was natürlich nie so schön ist. Ja, deswegen müssen wir hier auch lüften und alle, ja, die muss dann auch repariert werden. Ja, das war, ich will hier nicht rumheulen, aber damit ihr mal wisst, wir sind hier nicht auf der faulen Bärenhaut, nur weil wir uns in Frühpension befinden. Ja, es gibt hier noch zu tun. Also, es gibt wirklich hier noch zu tun. Auch Garten, jetzt fängt der Frühling an und da muss man auch was machen. Gut, dessen ungeachtet. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Nicht nur so ein bisschen, hat euch gefallen. Ja, wenn jetzt einer sagt, wie Pilzkragen, nee, ja, den kann ich noch bis zum 1. März, kann ich den noch tragen. Eigentlich nicht, nee, wir haben ja Übergangsperiode, wenn man so will, also eigentlich ohne Wehpelzkragen, entsprechend den Temperaturen. Aber ab 1. März, Tag der Nationalen Volksarmee, bloß mal so als Gedankenstrich, nee, fängt dann der Sommerbefehl an und dann ist er ab. Der Kragen. Also nicht der Bart, der unrasierte hier. Ja, 3 Tage, gut. Dessen ungeachtet, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Däumchen. Wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst auch ein Däumchen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr unseren Kanal auch mal abonnieren. Würden wir uns natürlich drüber freuen. Übrigens schönen Dank hier. 1800 und ah, so in den 70 Abonnenten. Ja, ja, freuen wir uns, wirklich. Freuen wir uns. Und auch wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr trotzdem abonnieren. Ich habe bloß eine Bitte bei den Kommentaren. Sachlich. Immer schön sachlich bleiben. Ja, wir sind für Kritik, für Anregungen und so weiter, sind wir offen. Die nehmen wir auch gerne entgegen. Genauso wie Lob und auch Tadel. Was wir aber nicht so gerne, das sind irgendwelche Beschimpfungen wie ihr alten Kommunistenschweine. Hatten wir schon gehabt. Ja, hatten wir schon gehabt. Facebook, Quatsch, YouTube hat das gleich weg. Tschüss. Mir noch immer zum Lesen geben als Administrator und das war, hätten sich wohl sparen können. Ja, also sowas bitte nicht. Ja, das muss nicht sein. Das ist unterhalb der Gürtellinie. Und entweder wollen wir alle mal erwachsene Menschen werden oder wir sind das schon und da müssen wir uns mit so einer Scheiße nicht abgeben. So, wie gesagt, das war's für heute von unserem Big. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Filmchen. Vielleicht ist dann die Schwalbe schon fertig, was ich aber nicht glaube. Ja, weil alleine Sand schneidet, da war schon wieder und der Motor muss gemacht werden und so weiter und so fort. Also alles so in kleine Sachen. Gut, bis dahin, bleibt gesund und munter. Eure Blaulicht- und Oldtimer-Freunde.